Moin, es ist ja zurzeit wieder Länderspielpause. Yay! Und schaut ihr euch dann gerade auch die Länder Portugal und Argentinien an und fragt euch, Messi und Ronaldo, sie können es ja immer noch. Also jedenfalls war es bei mir schon so, denn bei ihren Clubs haben sie ja nicht so ganz so gut diese Saison performt, gerade Messi eben. Und deswegen war ich auch ein bisschen verblüfft, dass auf einmal ein Messi 5 Tore schießt, gut gegen Estland, aber trotzdem muss man das erstmal so hinbekommen. Und darum geht es auch in diesem Video. Sind Ronaldo und Messi wieder die GOATs und warum ist das so? Das und vieles mehr besprechen wir in diesem Video. Aber zuallererst, 98% von euch gucken meine Videos, ohne mich abonniert zu haben. Deswegen muss ich schwere Geschütze auffahren. Und das kommt nämlich jetzt. Oh, bitte abonniert doch mich. Der ist sogar mit Schokostreuseln und sowas. Und ja. Also, wer sagt Nein zu dem Muffin? Also, ne? Abonniert doch. Der erste Grund, warum Ronaldo und Messi so gut performen, ist einfach, dass die Nationalmannschaften eben so gut abgestimmt ist. Die wissen hundertprozentig, ey, Ronaldo ist der Chef in Portugal und Messi ist der Regisseur in Argentinien. Und das wird auch von den Spielern angenommen. Da gibt es nicht so viele große Egos und deswegen füttern die auch diese Weltklassenspieler auch mit Bällen und spielen halt für sie und nicht für, ja, für sich selber. Und das ist auch noch sowas. In der Nationalmannschaft werden die natürlich auch absolut geschätzt von ihren Mitspielern. Die werden richtig verehrt, weil natürlich jeder Portugiese feiert Ronaldo, jeder Argentinier feiert Messi. Eigentlich sollte das so der Fall sein. Ich meine, wenn ich Deutscher wäre und neben Toni Kroos spielen würde, würde ich auch für ihn spielen und nicht gegen ihn. Deswegen kann ich das auf jeden Fall nachempfinden. Und das haben eben beide bei ihren Clubs eben nicht so. Ronaldo muss sich immer mal wieder behaupten gegen solche großen Egos wie ein Paul Pogba, Harry Maguire zum Beispiel jetzt. Ein Bruno Fernandes scheint auch ein wenig angepisst zu sein. Ich weiß, er ist Portugiese, aber trotzdem, er war eben die Numero Uno bei Man U und dann natürlich durch Ronaldos Zugang ist er ein bisschen in Vergessenheit geraten. Bei PSG finde ich das aber viel, viel schlimmer als bei Man U sogar, denn bei PSG sind einfach zu viele Alpha-Tiere und man hat ja in dieser Saison gesehen, wenn zu viele Leute gekauft werden mit ihrer individuellen Klasse, die sich eben selber präsentieren wollen, die nicht im Team arbeiten, sondern eben nur sich selber darstellen wollen als der beste Spieler, dann bringt es auch nichts, wenn man die besten Spieler hat, wenn die eben nicht zusammenpassen oder nicht zusammen diese Laufwege bestreiten. Der zweite Punkt sollte eigentlich jedem Fußballer klar sein. Für das Land zu spielen ist anders wie für den Verein. Für den Verein natürlich wirst du in erster Linie richtig schön bezahlt. Bei der Nationalmannschaft solltest du eigentlich kaum was bekommen, wie ich finde. Und das ist ja auch in den meisten Fällen auch so, dass die eben im Vergleich zu dem Club eben sehr, sehr wenig bekommen. Aber das ist auch komplett richtig so, denn bei der Nationalmannschaft spielst du ja für dein Land. Du willst was erreichen. Da geht es nicht ums Geld, sondern du willst wirklich mit allen Mitteln irgendwas zu feiern haben. Mit deinem Land, für dein Land und deswegen wirst du auch diese 110, 120% auf jeden Fall mehr geben als für deinen Club. Das ist eben einfach eine andere Motivation als Geld, weil Geld irgendwann, ja, denkst du dir so, oh ja, 90, 100 Millionen, aber ein Titel, was zum Präsentieren, wo du von deinem Land verehrt wirst und sowas, das bleibt ewig. Siehe Diego Maradona, siehe Pelé. Die werden immer noch verehrt und ja, Maradona ist ja leider von uns gegangen, aber Pelé zum Beispiel, Brasilien, jeder kennt ihn, jeder liebt ihn und deswegen Messi und Ronaldo haben nochmal den Anreiz dafür, eben noch einmal das letzte Mal auf der großen Bühne zu spielen bei der WM in Katar. Ich denke mal, noch eine WM werden sie leider nicht mitmachen, aber trotzdem, deswegen ist dieser besondere Anreiz da, noch einmal für ihr Land zu spielen, noch einmal bei einem riesigen Turnier zu spielen und nur noch einmal die Chance zu haben, so was Riesiges zu gewinnen und damit sie in aller Munde für die Ewigkeit bleiben. Wie ich schon vorher erwähnt habe, dass eben nicht zu viele Egos in einer Nationalmannschaft spielen oder eben diese sich dann eher mehr zusammenreißen und dann eher für das Team spielen, gibt es auch keine Unruhen in der Nationalmannschaft. Also nicht so wie bei PSG mit Neymar, mit Mbappé, dass es dann hieß, Mbappé wollte gar nicht, dass Messi kommt und.
Bei Menu genauso, immer wieder diese Streitigkeiten, Pogba, der seinen Abgang forciert hat. Am Ende, wer sich die Frage stellt, warum sind Ronaldo und Messi in so einem hohen Alter immer noch so verdammt gut, den kann ich die Frage ganz leicht beantworten, weil die zwei einfach Ziegen sind. Also, Goats, also, ja, the greatest of all time. Sorry, deutsche Übersetzung. Also, die beiden sind Goats. Aber was meint ihr? Sind Ronaldo und Messi wieder auf Weltklasse, over Top-Level-Niveau? Oder ist das jetzt nur so eine Phase von zwei, drei Spielen? Und gewinnt einer der beiden vielleicht den WM-Titel? Schreibt mir gerne in die Kommentare, gebt dem Video ein Like und vergesst den Muffin nicht, den ich euch gebe, falls ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, euer Kick On.